still unterm Schirm des allerhöchsten Leben. In seinem Schatten wird es Zuflucht für mich geben. Ich sag, mein Gott, auf dich hoffe ich nicht vergebens. Meine Burg, du rettest mich vor Krankheit, Pest und falschen Weben. Mit deinen Schwingen deckst du mich zu. Unter deinen Flügeln finde ich Zuflucht. Ich muss mich nicht fürchten vor Tod und Gewalt. Denn deine Wahrheit gibt mir Schutz und Halt. Denn der Herr, mein Gott, hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf deinem Weg, dass sie dich auf ihren Händen tragen und du deinen Fuß nicht am Stein schlägst. Auf deinem Weg, auf deinem Weg. Der Herr ist deine Zuflucht, keine Plage wird sich nahen. Er ist ein Schirm vor allen Übeln und Gefahren. Auch wilde Tiere kommen nicht erst an dich ran. Mit Gott bist du der, den man nicht bezwingen kann. Er liebt dich, seinen Gott, drum rette ich ihn. Weiß, wer ich bin und darum schütze ich ihn. Er ruft mich an, ich höre ihn und seine Not. Ich weiß ihn, mein Heil, ich bin sein Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst Pop-up um 11 hier in der schönen Jakobskirche in Nürnberg. Sie haben das erste Lied schon gehört und sind vielleicht schon ein bisschen in Bewegung gekommen. Vielleicht sind Sie auch verwirrt, weil Sie sagen, die Melodie kenne ich, aber der Text, der war ganz anders. Das war nämlich die Melodie von unserem Themensong heute, das Haus am See von Peter Fox. Aber der Text war nicht von Peter Fox, sondern der Psalm 91. Und das wird heute öfter passieren. Sie werden bekannte Melodien hören, aber die Texte sind Worte aus den Psalmen. Und die Idee ist, super wäre es, wenn wir aus diesem Gottesdienst hinausgehen und dann die Melodien, die wir eh schon kennen, mittragen und dann die Psalmtexte in uns summen in den nächsten Tagen. Das wäre etwas. Ich freue mich sehr, dass die Band Niflaot aus Gunzenhausen heute hier ist. Das erste Mal im Pop-Up-Gottesdienst. Ihr seid fit und ihr seid bereit und wir freuen uns auf diesen Gottesdienst mit euch. Rund um Pfarrerin Conny Schieder und Pfarrer Benedikt Wolf aus Gunzenhausen. Ich freue mich sehr auf die Musik von euch. Guter Gott, wir legen dir unser Denken, Fühlen und Sehnen hin und bitten dich um deinen Segen für uns. Vergib, stärke, ermutige, segne. Du bist die Hoffnung. Du bist Licht, du bist Heimat, du bist Kraftort. Danke. Amen. Bin ich geboren, laufe durch die Straßen, kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Namen. Ich muss mal weg,
kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf ne fesche Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir, die ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traum gesehen. Das Haus am See. Mit unbekannten Straßen, fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten, alles verlieren, Gott hat einen Haken, legt den Haken. Ich grabe Schätze aus dem Schnee und Sand und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werde ich vom Glück verfolgt und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Lad die alten Vögel und Verwandten ein und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen Schnaps und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Vielen Dank und auch für das wunderbar gesungene Titellied Haus am See. Ein Haus am See, eine Ferienwohnung am Meer, eine Hütte in den Bergen, ein schön gedeckter Tisch im Wohnzimmer mit lieben Menschen daran. Einfach mal raus aus dem Alltagstrott. Zeit zum Erholen, Zeit zur Ruhe zu kommen. Zeit mit dem Partner, der Familie oder Freunden oder einfach mal Zeit nur für sich allein. Ich liebe es. Das tut so gut. Und Sie lieben es bestimmt auch. Viele von uns haben in den letzten Wochen bestimmt Urlaub gemacht, zu Hause oder an anderen Orten. So eine Auszeit tut einfach gut. Das Lied Haus am See von Peter Fox ist sicherlich deshalb 2008 so eingeschlagen, weil es einen Nerv trifft, nämlich unsere Sehnsucht nach Glück, nach Ruhe, nach Sinn, nach tiefer Gemeinschaft und Annahme. Jeder von uns sucht so ein Haus am See, so einen wunderbaren, magischen Ort. Die Bibel spricht von solch einem Ort. Adam und Eva befanden sich im sogenannten Paradies, einen wunderbaren Garten mit ganz vielen Pflanzen, Flüssen und Tieren. In guter Gemeinschaft, ungetrübter Gemeinschaft miteinander und mit Gott.
Ihr alle wisst, wie die Geschichte ausging. Adam und Eva aßen von der verbotenen Frucht, von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Sie stellten sich damit über Gott und sein Gebot. Sie wollten unabhängig sein, ihr eigenes Ding machen, ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Und nach diesem Vorfall war nichts mehr, wie es war. Die Konsequenz war eine gestörte Beziehung der beiden, der Menschen Adam und Eva und auch ihrer Kinder. Scham, Anschuldigung, Entzweiung und dann sogar von ihren Kindern der erste Mord. Ein Sohn bringt seinen Bruder um. Und auch die Beziehung zu Gott war nun von Misstrauen und Scham geprägt. Dazu Stress bei der Arbeit und Schmerzen bei der Geburt. Der magische Ort, das Haus am See, ist verloren gegangen. Und wir merken, wie der in der Bibel beschriebene Zustand unsere Lebenswirklichkeit ist. Adam und Eva, das bist du, das bin ich. Wir empfinden uns oft als Getriebene, leiden unter Leistungsdruck, unter den Anforderungen des Alltags, an Konflikten, unserer eigenen Schuld, aber auch an Verletzungen, die wir von anderen bekommen. Und so ist seit Beginn der Menschheit an eine tiefe Sehnsucht nach Heilung, nach Wiederherstellung und nach Annahme in uns. Meine Seele sucht Heimat, mein Herz sucht Glück. Doch wo immer ich hingehe, geht's mal vor, mal zurück. Nachher singen wir diesen Song. Auch in der Erzählung vom verlorenen Sohn in Lukas 15 geht es um die Suche nach einem Haus am See, nach Leben, nach Abenteuer, nach Glück. Der jüngere Sohn verlässt mit seinem vorgezogenen Erbe seinen Vater und seine Heimat. Und er glaubt zunächst, das Leben gefunden zu haben. Partys, Freunde, Frauen. Bei Peter Fox klingt es fast genauso. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen, fremde Gesichter. Ich grabe Schätze aus im Schnee und Sand. Frauen rauben mir jeden Verstand. Der verlorene Sohn verliert alles. Geld, Unterkunft, Freunde. Er landet als Hirte bei den Schweinen und isst das, was die Schweine ihm übrig lassen. So wie bei Peter Fox. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren. Gott hat einen harten Haken. Bei Peter Fox hat das Song-Ich jedoch wieder Glück und kommt mit den Taschen voller Gold nach Hause, um dann mit den alten Bekannten und Verwandten ein Fest zu feiern. Der verlorene Sohn kommt mit nichts nach Hause und bittet seinen Vater um Vergebung. Und dann arrangiert der Vater ein großes Fest. Der ältere, zu Hause gebliebene Sohn ist zornig auf seinen Vater und macht ihm Vorhaltungen. Er sagt: So viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Die Antwort des Vaters, die begeistert mich total. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und was mein ist, ist dein. Alles, was mein ist, ist dein. Der eine Sohn läuft weg, um das Leben zu finden. Der andere hat es, aber nutzt es nicht. So auch wir manchmal. Der Vater steht in dem Gleichnis für Gott, die Söhne für uns Menschen. Und vielleicht kannst du dich mit dem einen Sohn oder dem anderen identifizieren.
Mir geht's so, dass ich mich mal in dem einen wiederentdecke, mal in dem anderen. Wir suchen, wie der jüngere Sohn, nach Glück, unseren Lebenssinn in allen möglichen und merken doch, dass wir ihn nicht finden. Wir spüren, dass das, was die Welt uns bietet, unsere Seele nicht satt macht. Urlaub, Besitz, beruflicher Erfolg, Freunde, Partner, das ist alles gut. Aber es stillt unseren Lebensdurst nicht völlig. Die Suche nach dem Haus am See bleibt. Und andersrum, wie der ältere Sohn, sehen wir manchmal nicht, wie sehr Gott uns beschenkt hat mit materiellen, mit lieben Menschen um uns herum. Und vor allem kapieren wir nicht, dass da ein liebender Gott ist, der sich nach enger Gemeinschaft mit uns sehnt, vor dem wir nichts leisten müssen. Ihm geht es nicht um ein moralisch einwandfreies Leben. Gott will einfach unser Herz. Und deshalb wird Gott Mensch. Jesus ist quasi die Antwort auf das verloren gegangene Paradies. Jesus hat viele Feste mit Menschen gefeiert und auch mit denen, die überhaupt nicht angesehen waren und mit den weniger Frommen, wie zum Beispiel mit dem Zöllner Zachäus. Und in vielen seiner Gleichnisse macht er eines deutlich: Gott lädt alle ein. Alle dürfen Gott nahe sein. Am Ende der Straße steht ein Haus am See. So singt es Peter Fox. Jesus lädt uns schon heute ein in dieses Haus. In diesem Haus wird deine Sehnsucht gestillt. Da kannst du sein, wie du bist, und bist angenommen. Da musst du niemanden beweisen, wie toll du bist. Du bist einfach geliebt. Da gibt es einen Tisch, der für dich gedeckt ist. Dort darfst du neben Jesus sitzen und ihm ins Ohr flüstern, wie es dir geht. Du darfst ihm sagen, was dir zu schaffen macht und worüber du dich freust. Du darfst Jesus um Vergebung bitten und frei werden. Und da bist du nicht allein. An der gedeckten Tafel sitzen Menschen neben dir. Menschen, mit denen du dein Leben und deinen Glauben teilen kannst. Der Kirchenvater Augustin hat es so formuliert: Du schufst uns Gott zu dir. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Bei Peter Fox kommt das Song-Ich nach dieser Fantasieflucht wieder beim Ausgangspunkt an. In der letzten Zeile schließt sich sozusagen ein Lebenskreis. Hier bin ich geboren, hier werde ich begraben, hab taube Ohren, einen weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Ob das Song Ich Heimat und Glück gefunden hat, das bleibt offen. In dem Video zu dem Song sitzt Peter Fox im Schaukelstuhl vor seinem Haus am See ganz allein. Und die genannten 100 Enkel sind eben nicht da. Vielleicht singt er deshalb in seiner letzten Zeile: Eigentlich kann ich's kaum erwarten. Das eigentlich ist verräterisch. Zu meinem Glauben an Gott passt das eigentlich nicht. Denn ich bin überzeugt, Gott will meine Sehnsucht stillen. Und er wird sie stillen, wenn ich zu ihm komme. Gott schenkt mir heute Heimat und Zukunft bei ihm. Und so will ich diese letzte Zeile von Peter Fox umformen. Wenn ich daran denke, kann ich's kaum erwarten.
Ich will der Einladung Gottes folgen. Ich will mit ihm am Tisch sitzen, am Ende der Straße, im Haus am See. Amen. Lasst uns beten. Großer Gott, am Ende unseres Gottesdienstes kommen wir zu dir. Und wir loben dich dafür, dass du da bist. Dafür, dass du uns eine Heimat bietest. Auch wenn wir dich manchmal suchen. Du bist hinter dem Buchstaben der Worte. Du lebst hinter den Bildern unserer Sprache. Deine Heimat sind Geschichten. Dein Haus sind Erzählungen und Lieder. Deine Gegenwart liegt zwischen allen Zeilen. Darum bitten wir dich, schenke uns Ohren zu hören.
Augen zu sehen, Münder das Rechte zu sprechen und zu singen. Berühre unser Herz, dass wir Heimat finden, wenn wir unruhig dahintreiben in den Geschichten der Welt. Wir legen an dein göttliches, gnädiges, barmherziges Herz alle Menschen, die auf der Suche sind, die ängstlich sind, die traurig sind, die kein Obdach haben, die auf der Flucht sind, die im Krieg bedroht sind. Segne die Mächtigen und Verantwortlichen dieser Welt mit Weisheit und schenke Frieden. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich spreche jetzt noch den Segen und dann zum letzten Lied würde ich sagen, bleiben wir auch stehen und feiern mit Niflaot nochmal. Gott gebe euch seinen Segen, dass es gut wird, dass das Leben gelingt, dass dich jemand mag und auf dich setzt, dass du Kraft hast wie ein Tiger, dass du einen Kraftort hast wie das Haus am See, dass sich jemand ins Zeug wirft für dich, dass du Heimat hast überall auf der Welt, dass du, wenn du traurig bist, nicht alleine bist, dass du immer wieder neu anfangen kannst, dass du hoffen darfst und losgehst. So segne dich der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir spielen euch nur Reggae, okay? Und wer mitwippen darf, der darf gerne mitwippen. Bisschen Sommer für euch hier in Nürnberg, im Herzen, in der Hüfte. Los geht's! Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue. Mich auf rechter Straße. All das geschieht um seines Namens willen. Und auch ich schon wandel im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir und du tröstest mich, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Mein Haupt und mein Scheck ist mir voll ein. Yeah, yeah. Ihr macht es wunderbar. Klatschen darf man auch, auf jeden Fall.